Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bound by Night. Wir fahren da fort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. So, das haben wir schon besprochen. Ich habe mich hinter der Ecke versteckt, um einen guten Blick darauf zu haben, was da vorgeht, ohne gesehen zu werden. Ich dachte, ich hätte alles bedacht. Ich atme tief durch, bevor ich ihm weiter folgen werde. Aber da hatte ich die Rechnung wohl ohne jemand anderen gemacht. Nick. Es war eine dieser Stimmen, die einen ganz tiefen Bass haben, eine ganz tiefe Stimmfarbe. Der Besitzer dieser Stimme steht nur wenig weg, lehnt sich gegen die Wand und tut so, als wäre er keine Bedrohung. Und er hat auch keine Waffen bei sich versteckt. Aber nicht jeder benötigt eine Waffe, um gefährlich zu sein, vor allem nicht in diesem Turm. Und vor allem nicht er. Nun, Mist. Natürlich habe ich nicht an das elektronische Sicherheitssystem gedacht, das alle Ecken hier überwacht. Aber das macht keinen Sinn. Ich bin gerade eben erst aus dem Aufzug heraus gekommen. Wie bist du so schnell hierher gekommen? Ich konnte die Überraschung aus meiner Stimme nicht heraushalten. Er antwortet nicht auf meine Frage, sondern starrt mich an wie taub. Eine alte Taktik, die ich auch schon bei Verdächtigen eingesetzt habe. Wenn du jemanden dazu bringen möchtest, aufzugeben, ist es oft gut, gar nichts zu sagen. Einfach nur zu warten, bis bei der anderen Person die Nerven durchdrehen. Du musst niemand einschüchtern, wenn er sich selbst einschüchtert. Aber ich kenne die Methoden. Und dass er das mit mir versucht hat, pisst mich an. Das scheint er mitbekommen zu haben und geht zu einem direkteren Versuch über. Aber trotzdem habe ich immer noch keine Antwort bekommen. Du wurdest gewarnt, Nick. Du bist hier nicht willkommen. Seine schneidende Stimme dringt direkt bis in den Schädel vor. Aber da ich schon lange als Polizist arbeite oder als Detective, hat es keinen Einfluss mehr auf mich. Öffentlicher Bezirk, Ronan, ich brauche keinen Durchsuchungsbefehl. Er lächelt. Darum geht es nicht, Nick. Dienstabzeichen oder Durchsuchungsbefehl, die spielen keine Rolle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da sehr deutlich war. Die Bedrohung war subtil, aber real. Normalerweise haben Leute Respekt davor, dass ich Polizist bin. Polizisten umzubringen oder sie zu verletzen, scheint und bringt ungewollte Aufmerksamkeit. Ihm ist es egal. Trotzdem, es ist ein öffentlicher Bereich des Hotels. Jederzeit könnte ein Gast oder eine Gästin hier durchlaufen. Ich glaube nicht, dass er mich hier umbringen würde. Und es ist nicht deine Aufgabe, mir zu sagen, was ich zu tun habe, Ronan. Dieses Recht hast du vor ein paar Jahren aufgegeben. Er kommt auf mich zu und versucht, bedrohlich zu wirken. Ob er schaut, ob ich Waffen dabei habe? Auch wenn ich dachte, dass ich in einem öffentlichen Bereich sicher sein würde, so langsam kommen mir die Zweifel. Da ich weiß, wer er ist, was er ist, auch mit unserer Vergangenheit, muss ich mich zusammennehmen, keinen Schritt zurück zu machen und meine Waffe zu ziehen. Falls er das bemerkt hat, ignoriert es. Ich bin nicht der, der das sagt, Nick. Er sagt das. Ich habe da nichts zu sagen.
Nur der Bote, nicht wahr? Natürlich. Das ist wahrscheinlich irgendeine Beleidigung. An der Engelleine gehalten, oder? Jetzt scheine ich durch die Schale durchzubrechen. Ich sehe, dass sich seine auch an seinem Kinn, dass es zittert und verärgert ist. Ich kann dich nicht immer beschützen, Nick. Auch nach all den Jahren war seine Betrügereien, also sein Verrat, immer noch schmerzhaft. Er hat sich dazu entschieden, für den Vampir zu arbeiten. Roman wusste, wer oder was der Besitzer dieses Towers war. Als er alles aufgegeben hat, inklusive seines Schwurs, diese Stadt zu beschützen. Und er beschützt mich? Bullshit. Mich beschützen? Du hast mich verraten. Dein Schwur. Alles, was dir wichtig war. Meine nächsten Worte verlassen meinen Mund, ohne dass ich etwas dagegen tun kann. Ich dachte, ich hätte meine Verärgerung unter Kontrolle. Und nun wollte ich ihn in seinem Stolz verletzen. Du bist nichts anderes als seine fucking Bitch. Vielleicht habe ich meine Hand zu hoch ausgereizt. Nur, es dauert nur einen Augenblick, bis er mich am Hals gepackt hat und seine Finger mir um den Hals legt. Ich kann die Klauen fühlen, die er mir ins Fleisch schlägt. Seine andere Hand hält meinen rechten Arm fest, meinen Arm, mit dem ich normalerweise meine Waffe ziehen würde, gegen die Wand. Er kennt mich. Ich könnte dir den Hals aufschlitzen und niemand würde dich finden, Nick. Ich sehe den Wolf hinter seinen Augen, den Instinkt, den Verärgerung. Ja, ich bin zu weit gegangen. Und ich weiß nicht, was wir da machen. Ich würde eben, also bisher habe ich ihm gekontert, ich versuche es mal mit einer Entschuldigung, auch wenn ich es eigentlich nicht einsehe bei der Art und Weise, wie er sich verhält. Ich versuche es mit einem diplomatischen Weg. Ronan. Ro. Ich habe meinen alten Spitznamen für ihn benutzt. Er war noch nicht komplett Vergangenheit, aber der Wolf war zu nah und ich musste ihn daran erinnern, was er mal war. Was wir waren. In der Vergangenheit, aber die Vergangenheit hatte Macht. Ro, das war keine Absicht. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich weiß, es ist kompliziert. Ro, ich kann nicht atmen. Das Einzige, was er macht, ist seinen Griff zu verfestigen. Ich konnte mich kaum bewegen. Die Stärke seiner Haltung war immens. Aber ich habe es geschafft, meinen Kopf ein bisschen zurückzulegen. Eine Gestik, ihm meinen ungeschützten Hals zu zeigen. Ein Werwolf war hauptsächlich menschlich, aber die primären Instinkte sind noch da. Bitte, es tut mir leid. Sofort verflüchtigt sich der Ärger und wird von etwas anderem ersetzt. Der Druck gegen meinen Hals und meine Brust wird weniger und er schaut mein Gesicht an, wie wenn er nach etwas suchen würde. Und dann lockert sich sein Griff komplett. Als er das nächste Mal sprach, war es fast wie ein Winseln. Ich habe mich entschuldigt und er fühlt sich schuldig. Aber ein Teil von mir wusste warum. Wir hatten eine gemeinsame Geschichte. Aber es war viel mir schwer,
mich da oder das mich darauf zu besinnen nach allem, was er getan hatte. Warum bist du hier, Nick? Ich war glücklich, dass ich ihn verletzt hatte, aber jetzt, ich bin nicht mehr sicher. Ich bin dem Kind gefolgt, aber wie viel davon konnte ich ihm sagen? Alles, was er sagt, könnte er seinem Master weitergeben. Er hat mich schon einmal betrogen und das war, als wir auf derselben Seite standen. Nun lag seine Loyalität klar woanders, aber ich brauchte Antworten. Und wenn dieses Kind unschuldig war, könnte er in wirkliche Gefahr sein. Ich kann nicht einfach gehen, aber wie viel kann ich ihm erzählen? Mein Bewusstsein geht zurück zu meiner ersten Frage. Meine Auftreten im Hotel war übereilt, dumm. Ich war zu aufgeregt und habe jeden Versuch, das still und leise zu machen, aufgegeben. Aber wie hat Ronan es geschafft, mich so schnell zu kriegen? Ich kann nur an zwei Dinge denken. Erstens, die Security hat ihm Bescheid gegeben, sobald ich das Gebäude betreten habe. Und irgendwie hat es geschafft, auf demselben Stockwerk zu sein wie ich, ohne dass er wusste, wo ich hinging. Unwahrscheinlich. Oder sein Master hat ihn hierher geschickt, noch bevor ich er wusste, dass ich komme, um zu beschützen, was auch immer auf diesem Stockwerk passiert. Und das bedeutet, dass es sowieso keinen Sinn macht, mich zu verstecken. Ich gebe ihm ein Signal mit dem Kopf in die Richtung, wohin das Kind verschwunden ist. Was möchte er mit dem Kind? Er hat zu schnell geantwortet. Kein Signal von Verwirrung oder einer Pause, in der sein Gehirn nach einer Antwort gesucht hat. Ich weiß nicht, von was du redest. Und dann das Zucken seiner Nase. Es war die letzte Bestätigung, die ich gebraucht habe, dass das hier nicht nur Pech war. Du weißt, dass du ein schlechter Lügner bist, Ronan. Du hast ein sehr seltsames Vorstellung von Ehre. Ich sah es in seinen Augen, dass ihn die Beleidigung getroffen hat. Du kannst mich mal nicht. Nun, das Recht hast du auch aufgegeben. Die Wörter kamen anders aus meinem Mund, als ich sie vorgesehen hatte. Mit mehr Bitterkeit als Ärger, klingen mehr wie ein Bedauern. Mist. Er wartet darauf, dass ich gehe, und ich warte auf eine Antwort. Beide von uns erinnern sich an unterschiedliche Zeiten. Es wäre sehr seltsam, wenn wir nicht beide darauf warten würden, uns umzubringen gegenseitig. Warum antwortest du mir nicht? Hatte ich hier auch Mikrofone? Noch mehr Stille. Keine Reaktion. Also, vielleicht Kameras, aber keine Mikrofone. Also sag's mir einfach und ich bin weg. Weiterhin keine Antwort. Verflucht sei er und sein stoischer Bullshit. Also versuche ich einen anderen Punkt von ihm anzugreifen. Sein Irrgefühl. Ronan, du weißt, dass ich hier nicht weggehe, wenn das Kind in Gefahr ist. Ich wusste, dass das manipulativ war, aber ich bin resistent gegenüber Schuldgefühlen geworden mit der Zeit. Also gegenüber Schuldgefühlen, gegenüber solchen Taktiken. Wenn Leute in Gefahr sind, dann sieht er darüber hinweg. Was ich auch nicht so gut finde, ich empfehle euch in der Hinsicht, euch mal mit dem Fall des Jakob von Metzler zu beschäftigen. Und es ist sehr, sehr gut, dass es in Deutschland ein Verbot der Folter und Androhung der Folter gibt. Ich meine, da gehört das jetzt nicht dazu, aber so prinzipiell, man sollte sich damit beschäftigen und
finde auch ganz gut, dass es ein bisschen angesprochen wird, auch wenn ich mir gewünscht hätte natürlich, dass es ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Und es scheint funktioniert zu haben. Sein Blick verliert den direkten Fokus kurz, fast als ob er jetzt in die Ferne starrt. Der Ausdruck ist so schnell verschwunden, wie er kam. Er weiß, dass du hier bist, Nick. Er kommt. Sei kein Held. Sobald er hier ist, ist es nicht meine Entscheidung. Er war ehrlich. Mist. Wir werden uns dafür entscheiden, zu gehen, weil aus dem bekommen wir sowieso nichts raus. Ich versuche ihn zu Tode zu starren. Trotzdem hat er noch ein bisschen Ehrgefühl und ich glaube nicht, dass er so weit gehen würde, ein unschuldiges Kind umzubringen. Ob das bedeutet, dass das Kind wirklich unschuldig ist, weiß ich nicht. Aber es bringt nichts, hier zu bleiben, vor allem, wenn ich meinen Kopf weithin auf meinen Schultern haben möchte. Gut, ich gehe. Er sieht erleichtert aus. Ich drehe mich um und gehe zurück zu den Aufzügen. Ronan dicht hinter mir. Ich gehe zwar, aber das bedeutet nicht, dass ich aufhören sollte, es zu versuchen. Du warst mal besser, Ro. Du hast Kinder vor Monstern wie ihn beschützt. Ich sehe seine Spiegelung in der verspiegelten Oberfläche der Türen. Früher hättest du mir sowas gar nicht zugetraut, Nick. Nun, früher hätte ich das auch nie vermutet. Er stöhnt. Dem Kind wird es gut gehen. Er drückt den Knopf, um den Aufzug zu rufen. Du weißt, dass es eine Lüge ist, Ronan. Er ist ein Parasit und er zerstört alle, die er in seine Fänge bekommt. Dich eingeschlossen. Er hat nichts gesagt, während wir warteten. Nur eine dunkle, unangenehme Präsenz an meiner Seite. Fast wie in alten Zeiten. Als der Aufzug kam, hat Ronan mich fast hineingestoßen. Als ich gestolpert bin und versucht habe, mein Gleichgewicht zu finden, habe ich mitbekommen, dass er den Knopf für die Lobby drückt. Beim Zeitpunkt, wo ich mich wieder orientiert habe, hat er seine Stärke benutzt, um den Ausgang aufzuhalten vom Aufzug. Geh nicht und komm nicht zurück. Die Art und Weise, wie er das formuliert hat, hallt in meinem Kopf wieder. Nick, das ändert nichts, wie ich über dich fühle. Es ändert gar nichts. Zur Hölle, Rowie. Wie kannst du das sagen? Wie kannst du das tun? Es war der einzige Weg, Nick. Ich musste. Du hast mich die ganze Zeit angelogen. Die ganze Zeit, Rowie. Für eine verdammte... for fucking leash heißt theoretisch für eine verdammte Leine, aber ich vermute, das ist eine Redewendung, die mir nicht bekannt ist. Aber ich trotzdem, ich erinnere mich noch daran. Das Gefühl, dass dir jemand in die Brust langt und dein Herz zerquetscht. Wie können Worte und Gedanken so viel physischen Schmerz verursachen? Oh, das ist nicht so schwer. Nein, du hast mein Herz gebrochen, Rowie. Du hast kein Recht, es zu sagen. Jetzt nicht, niemals. Geh einfach und komm nicht zurück. Und auch da muss ich sagen, wenn man ein Gespräch führt, ein offenes, ehrliches Gespräch und alle Hintergründe beleuchtet, dann würde sich viele Situationen vermeiden lassen. Okay, Nick, ich... Was auch immer er sagen wollte, er hat sich unterbrochen. Für eine Minute sind wir nur dort gesessen, als er aufgestanden ist, ohne ein weiteres Wort und gegangen. Er hat mich allein gelassen. Aber ich habe die Jagd auf seinen Master nie aufgegeben. Heute, alles, was ich für ihn übrig hatte, war Ärger. Das glaubst du doch selbst nicht. Einem Vampir zu dienen, ihn zu beschützen, ihm zu helfen, Leute zu servieren wie Fleisch auf einer Anrichteplatte. Aber mehr als das, es war der Betrug. Manche Dinge können nicht vergeben werden.
Ich habe ihn gehasst, aber ich habe andere auch gehasst. Kidnapper und Mörder. Und trotzdem habe ich es immer geschafft, ein Lächeln aufzusetzen. Falls es eine Chance gibt, noch mehr Informationen aus dem Haus zu bekommen. Gut, ich gehe. Aber warum kommst du nicht zur Bar, Row? Lass uns reden. Nein, das glaube ich nicht. Gute Nacht, Nick. Die Türen begannen sich zu schließen und als er sich abgewendet hat, ist seine Maske gefallen. Was zur Hölle war das? Bedauern? Als der Aufzug sich auf den Weg zum unteren Stockwerk gemacht hat, habe ich frustriert auf meiner Lippe herumgekaut. Noch einmal hat der Turm gezeigt, dass er ein unüberwindbares Hindernis darstellt. Er hat immer noch keine Ahnung, was mit dem Kind los ist. Aber auch so verstörend es auch war, ich hatte einen weiteren Ansatzpunkt. Das Foto dieses Kindes. Wenn ich ihn hier nicht bekommen könnte, könnte ich ihn vielleicht woanders finden. Kapitel 3. Der nächste Tag. Und jetzt wollen wir mal auflösen, was da passiert ist, zumindest mal andeuten. Dieses Surren in meinem Kopf. Die Mühe, meine Augen zu öffnen. Ich habe mich auf die andere Seite gerollt und nochmal versucht, die Augen zu öffnen. Oh Mist. Mir wird übel und ich mache mich auf den Weg zur Toilette, um dort zu erbrechen. Und ihm geht's ziemlich schlecht. Ich bin plötzlich zu Hause in meinem Apartment. Wie bin ich hierher gekommen? Ich versuche, mich an alles zurückzubesinnen, an das ich mich erinnern kann. Santino hat sich um mich Sorgen gemacht. Er hat mir gesagt, ich soll losgehen, Spaß haben. Ich bin zu einem Hotel, habe einen Typ getroffen. Kai? Er hat mir was zu trinken gegeben und eine Massage. Ich wasche mir den Geruch des Erbrochenen aus dem Mund und schaue in den Spiegel. Aber wie bin ich nach Hause gekommen? Warum erinnere ich mich nicht? Nein. Was zur Hölle? Schatten. Erschöpfung. Mein Gehirn spielt mir Tricks. Atme tief durch, Alex. Nein, das ist unmöglich. Sowas gibt's nicht. Da war irgendwas in meinem Getränk. Tief atmen. Beruhigen. Fokussieren. Dir geht's gut. Schau in den Spiegel. Dir geht's gut. Siehst du, Alex? Keine Wunde, nicht einmal ein Kratzer. Dir geht's gut. Sowas wie Vampire gibt es nicht. Der Typ hat irgendwas in deinen Drink gekippt. Du hattest eine schlechte Reaktion, bist ohnmächtig geworden und nun bist du zu Hause. Das ist das Einzige, das Sinn ergibt. Oder ein Traum. Es muss einer sein. Ein intensiver, seltsamer Traum. Trink ein Ingwerbier und iss was, beruhig dein, oder Ginger Ale ist ja eigentlich auch kein Bier, es ist ein, ja, ein Getränk, ein Ingwergetränk und beruhige deinen Bauch. Und sich vielleicht von den Schatten befreien, indem du die Lichter anmachst. Die Lichter gehen automatisch an und ich gehe in die Küche. Ich lehne mich gegen die Ecke und schaue über mein Apartment. Was auch immer passiert ist, ich muss mich konzentrieren. Es ist möglich, dass ich eine Panikattacke hatte, also muss ich mich beruhigen mit etwas, was ich weiß, und versuchen, die Dinge wieder zusammenzupuzzeln. Und hier mache ich einen kurzen Schnitt, denn sonst nehme ich euch ja alles vorweg. Ich möchte ja auch, dass ihr das Spiel selber spielt und wir sehen uns
gleich wieder. Ich möchte euch noch eine weitere Szene zeigen. Bis gleich. Kapitel 4. Viele Tage später, oder einige Tage später, wäre korrekter. In den Tagen, in denen ich in meinem Loft aufgewacht bin, habe ich immer noch nicht rausgefunden, wie ich zurück nach Hause gekommen bin. Und verstörende Bilder von diesem Ding in meinem Kopf habe ich immer noch keine Antwort gefunden. Ich bin zurück zum Hotel gegangen und habe es noch einmal bei Kais Raum versucht. Als da niemand geantwortet hat, habe ich es an der Rezeption versucht. Sie haben nicht nur gesagt, dass in diesem Raum gar kein Gast ist, sie haben gesagt, dass es seit mehr als einer Woche dieser Raum gar nicht vergeben war, also nicht benutzt war, dass halt niemand drin war. Ich habe darüber nachgedacht, die Polizei zu rufen, aber was könnte ich schon sagen? Officer, ich denke, ich wurde unter Drogen gesetzt und dann nach Hause zurückgebracht. Nun, nein, der Geschlechtsverkehr war einvernehmlich. Physisch verletzt, nur bei etwas so offensichtlich Unmöglichem, dass ich es mir träumen muss. Die Chance, dass mir jemand glaubt, war minimal und der große negative Einfluss auf meinen Job ist ein zu hohes Risiko. Außerdem, darüber nachzudenken, erhöht mein Stresslevel, etwas, was ich gar nicht brauchen kann, und verursacht mir Migräne. Also habe ich mich auf meine Arbeit konzentriert und das ganze Vorkommnis verliert sich in der Vergangenheit. Ich bin die Patientenakten durchgegangen von der letzten Schicht, als mein Telefon geklingelt hat. Ich lege das Tablet zur Seite und nehme das Telefon an. Santino bittet mich in sein Büro. Da ist mir aufgefallen, dass seit unserem Anruf nach diesem Vorfall wir uns nicht mehr gesprochen haben oder auch nicht zufällig im Krankenhaus getroffen haben. Er hatte andere Aufgaben und andere Ärzte und andere Dinge zu tun als meine Patienten. Trotzdem, es schien mir seltsam. Und es fühlt sich an, als hätte er mich verraten. Mist, nicht jetzt. Ich mache mir noch ein paar Notizen auf der Patientenakte, dass ich das später nicht vergesse, gehe zu den Aufzügen und gehe auf und fahre zu seinem Büro. Krankenhäuser sind kein typischer Arbeitsplatz. Nur sehr wenige Ärzte haben ein permanentes Büro. Nur Administratoren, Department Heads und Senior Physicians hatten dieses Privileg. Dr. Ritchie war ein solcher Arzt und es fühlt sich ein bisschen an, als wäre ich der ein Schuljunge, der sich ins Büro des Direktors aufmachen muss, um zurechtgewiesen zu werden. Und das ist es nicht, das kann ich euch mal vorwegnehmen. Mist, nicht jetzt. Irgendwas Hartes kam mir oder schlug gegen meine Brust. Mein erster Gedanke war, dass ich in eine weitere Wand reingelaufen bin. Und dann bin ich ausgerutscht. Schon bald habe ich realisiert, dass die Wand ein anderer Mann war, der mich aufgefangen hat, bevor es mich hinlegen konnte. Eine Hand war auf meiner Hüfte, eine andere auf meiner Schulter und wir haben uns um 180 Grad gedreht. Oh meine Güte, es tut mir so... Meine Entschuldigung blieb mir auf der Lippe hängen,
als ich seine Augen bemerkt habe. Ein stechendes Huskyblau. Sind Sie in Ordnung? Es tut mir so leid. Ich wurde abgelenkt und wie auch immer ich das geschafft habe, in dieser Situation etwas Sinnvolles herauszubringen, weiß ich nicht. Aber ich habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Nein, es ist in Ordnung. Ich war auch abgelenkt. Auf jeden Fall mein Fehler. Er hat nichts gesagt. Ich hätte gedacht, es ist seltsam, wenn ich nicht so von seinen Augen gefangen genommen wäre. Ich habe mich gefragt, warum niemand von uns spricht. Nicht nur das. Aber er hat mich immer noch weiter gehalten. Danke für die Rettung. Er errötet etwas, bevor er mich loslässt. Selbst durch meinen Anzug hindurch hat mich dieses Gefühl elektrisiert. Ein bisschen traurig war ich schon, dass er mich losgelassen hat. Oh, natürlich, entschuldige, Instinkt vermutlich. Tanzunterricht von Nonnen mit Yardsticks, weiß ich nicht, was das ist. Und ja, das ist mein Englisch nicht so schlecht, befürchte ich. Ich wollte ihn weiterhin anstarren und ihm einfach beim Reden zuhören, aber das wäre wahrscheinlich zu auffällig. Nonnen, wirklich? Also lernen katholische Schulkinder, wie man tanzt? Ja, ich meine, ja, an meiner Schule haben wir das. Aber das war alles unschuldig und rein. Praktisch eine Schule mit überall Nonnen. Rein und pur, das ist schade. Ein entsprechendes Grinsen macht sich auf meinen Lippen breit. Rein und pur, das ist aber schade. Seine Augen weiteten sich einen Moment in Schock und ich habe gedacht, dass ich ihn für einen Moment, dass ich zu weit gegangen bin. Aber dann macht sich auf seinen Lippen ein Grinsen breit. Oh, ich habe nie gesagt, ich war unschuldig und rein. Nur das Tanzen. Gerade als ich darauf antworten wollte, Dr. Hale, ich dachte, ich hätte Ihre Stimme gehört. Sie sind zu spät. Hören Sie auf, mit dem hübschen Kopf zu flirten und bewegen Sie Ihren Hintern in mein Büro. Jetzt. Aus irgendeinem Grund hat mich Santinos Ausraster nicht im geringsten peinlich berührt. Ich habe nur über meine Schulter zu ihm hingeschaut und dann zurück zum Officer. Dieser schaut mich weiterhin an, mit einem amüsierten Ausdruck auf dem Gesicht. Ihm scheint es auch wenig auszumachen. Oh, das macht er. Das ist sein Ding. Ich denke, er denkt immer, alle brauchen. Nun, weißt du was? Mach dir keine Gedanken. Wie auch immer, ignoriere ihn. Ja, hat er recht? Über was? Dass ich zu spät bin oder dass du hübsch bist? Das ließ ihn definitiv erröten. Seine Augen weiten sich und einen Moment stammelt er auf der Suche nach Worten. Ich konnte mir nicht helfen, als kurz zu lachen, bevor ich mich ein wenig schuldig fühle. Entschuldige, ich wollte dich nicht. Nein, nein, ich... Er hustet und dann, er räuspert sich eigentlich und findet seine Stimme wieder. Nein, ich dachte darüber, dass du mit mir flirtest. Hat er damit recht? Das klingt wie eine gefährliche Beichte. Ich denke, ich brauche einen Anwalt, bevor ich darauf antworte. Falls ich ihm vorher peinlich berührt geworden bin, hat er sich jetzt vollkommen erholt und antwortet spielerisch. Oh. Interessante Vorgehensweise. Jetzt schon mit dem
Anwalt zu kommen und ich habe noch nicht mal die Handschellen rausgeholt. Handschellen? Warum finde ich da Gedanken zu erregen? Ich war ziemlich dankbar, dass ich heute Morgen einen Jockstrap angezogen habe, damit man natürlich die Erektion nicht so sieht. Wie wäre es, wenn wir da bei einem Kaffee drüber sprechen? Wenn er hübsch ist, kaufe ich deinem Anwalt auch einen. Wer war dieser Typ und ist das wirklich passiert? Kaffee klingt gut, aber vielleicht vergessen wir das mit dem Anwalt. Okay, aber ich denke trotzdem über die Handschellen nach. Anscheinend ist der Sauerstofffluss zu meinem Gehirn völlig zum Erliegen gekommen und damit die Möglichkeit, zwei Worte in logischer Reihenfolge zu formulieren. Ich hoffe, ich war nicht zu offensichtlich. Alex, in mein Büro, jetzt! Tut mir leid, ich bin zu spät für ein Gespräch. Kaffee klingt gut, wenn du möchtest. Meine Güte. Er grinst und es sah einfach nur fantastisch aus. Es ist ein Date. Ich habe begonnen, in Santinos Office zu gehen, als ich mir eingefallen ist, dass ich gar nicht weiß, wie ich ihn nennen soll. Warte, wie heißt du? Er lächelt und blinzelt mir zu. In diesem Moment wollte ich ihn einfach direkt zu mir ziehen. Nun, Dr. Alex, ich denke, es ist fair. Ich bin Connor. Seh dich bei deiner nächsten Schicht. Er dreht sich um und geht in die Halle zurück, während ich mich für mein Meeting mit Santino vorbereite. Und damit würde ich sagen, lassen wir es auch für diese Folge. Ich weiß nicht, ob ich noch eine mache. Ich kann es nicht versprechen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und entweder bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Projekt. Habt einen wunderschönen Tag und bleibt gesund.